So schön frühlingshaft zeigt sich derzeit die Baleareninsel Mallorca. Tiefblauer Himmel und Sonne satt. Endlich ist es wieder soweit, die schönste Jahreszeit hat begonnen. Alles grünt und blüht, selbst die ersten Mandelbäume stehen bereits in Vollblüte. Hier auf Mallorca erreichen die Temperaturen am Nachmittag über 20 Grad im Schatten. Knapp 25 Grad auf Mallorca, noch etwas wärmer auf dem spanischen Festland. Dort, vor allem im Südosten des Landes, steigen die Temperaturen vielerorts auf 26 bis 30 Grad. Einige Stationen melden sogar neue Januarrekorde. Überdurchschnittlich warm für diese Jahreszeit, dafür ein wenig Sommerfeeling und den Touristen gefällt's. Das Wetter ist mega, würde ich sagen. Also ja. für Januar muss man wirklich sagen, das ist echt ein Bombenwetter. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir am Strand sind. Das ist toll auf jeden Fall hier. Also im Wasser ist okay. Kann man wirklich sagen, es ist aushaltbar. Ja. Es ist zwar etwas frisch, aber es ist echt okay. Am Anfang ist es frisch und dann wird es warm. Es ist fantastisch. Ich habe jetzt gerade eine Woche Deutschland hinter mir und perfekt abgepasst bei Schnee und klirrenden Frosttemperaturen und bin jetzt rechtzeitig zum Sauwetterwechsel in Deutschland wieder hier auf der Insel gestrandet. Und auf jeden Fall gehen wir alle gleich noch baden, weil bei den Temperaturen lädt das Wasser dazu regelrecht ein. Man muss es sich natürlich antrainieren über den Winter und wenn man das konsequent durchhält, klappt das hervorragend. Der Duft von Frühling liegt in der Luft, denn ab jetzt beginnt die typische Zeit der Mandelblüte. Bis März verwandelt sich die Insel in ein Blütenmeer, für viele die schönste Jahreszeit. Wie es beim Wetter weitergeht, das erfahrt ihr bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App. Aus Mallorca, ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.